You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall. Hallo und herzlich willkommen zu Brille Liebe TV. Heute seht ihr es schon, ich bin in Sportklamotten, es ist Wochenende, die Sonne scheint und ich werde gleich meine Laufschuhe anziehen und werde hier durch den Teutoburger Wald jagen. Und passend zu dem Thema habe ich ein paar Sportbrillen da von der Firma Swiss Eye. Die kommen nicht ursprünglich aus der Schweiz, sondern sitzen hier bei mir fast direkt um die Ecke. Wenn ich eine gute Trainingseinheit mache, kann ich da fast vorbeilaufen. In Augustdorf sitzen die und die haben uns ein Paket mit ihren Neuheiten im Bereich Sport geschickt. Fangen wir mal direkt mit dem Klopper an hier, mit der Signal. Ich denke, der Name ist hier Programm. Sehr, sehr cooles Modell, muss ich einfach sagen. Und im Sportbereich absolut möglich, die in der Farbe mit der Verspiegelung gut zu verkaufen. Sowohl die Biker als auch die Läufer als auch andere Sportarten tragen doch beim Sport eher nicht die gediegenen Farben, sondern da ist es mal das Neon-Halstuch, die Neon-Jacke, damit man auch gut gesehen wird. Oder im Sommer kann es natürlich auch mal eine Knaller-Sportbrille sein. Sehr, sehr cool von der Glasfarbe, vom Material her. Ein gutes Belüftungssystem, alles was eine Sportbrille haben muss. Also sehr, sehr gut flexible Sportbügelenden, die auch nicht so hart sind, dass sie sich irgendwo reinbohren. Dasselbe beim Nasensteg. Zudem gibt es, und das ist fast eine Besonderheit und sehr, sehr cool finde ich bei Swiss Eye, dass ihr fast alle Brillen verglasen lassen könnt. Ihr könnt es selber machen. Hier in diesem Fall gibt es jetzt eine Clip-Variante, könnt ihr euch im Internet anschauen. Aber ihr könnt das auch bei der Firma Swiss Eye in Auftrag geben und dann machen die euch die Brille passend fertig. Das zweite Modell, habe ich auch mal aufgebaut, ist diese orange Variante. Auch die hat wieder die gleichen sportbrillentypischen Merkmale. Auch die hat ein sehr, sehr cooles Belüftungssystem. Und ihr seht hier schon, da gibt es passende Wechselscheiben dabei. Die ist vielleicht jetzt nicht so super zu verglasen, aber ihr könnt die einfach rausnehmen und mit ein bisschen Trick und ein bisschen Übung kann das auch der Endverbraucher tun. Ich glaube, das ist jetzt nicht die große Kunst. Und von daher kann der, je nachdem wie die Lichtverhältnisse sich ändern, das hier für sich anpassen. Ja? Wie gesagt, mit dem Rad ist man vielleicht ein bisschen länger unterwegs wie beim Laufen. Da kann ich meistens abschätzen, wie das Wetter sein wird. Und das ist dann hier ganz cool eingesetzt. Hier haben wir fast noch so ein paar Seitenschützer mit dabei. Also von daher auch das ein sehr, sehr cooles Modell. Was ich mir gut vorstellen kann, was man im Geschäft sehr, sehr gut verkaufen kann. Das dritte Modell, auch da seht ihr schon zwei Wechselscheiben dabei. Das ist das Modell, jetzt muss ich nochmal schauen hier, M-Cover. Und hier ist die Möglichkeit, aufgrund von Magneten, könnt ihr hier die Scheibe wechseln. Auch das kann der Endverbraucher selber, indem hier hinten ein kleiner Knopf ist. Und dann kann ich die Scheibe, wenn es jetzt im Vorführeffekt nicht klappt, doch klappt, kann ich die wechseln. Und ihr seht schon hier, das Grundmodell ist natürlich auch verglasbar. Und von daher kann ich das hier auch schön einsetzen. Ist sehr schön passgenau. Also von daher sehe ich hier keine Schwierigkeit, dass das irgendeiner nicht hinbekommen sollte. Und das ist natürlich dann hier auch, würde ich fast sagen, schon keine Sportbrille reine mehr, sondern auch das kann natürlich als reine Sonnenbrille getragen werden. Zum Skifahren mit Sicherheit auch sehr, sehr gut geeignet. Vielleicht noch ein Sportband dazu verkaufen. Und diejenigen, die noch Helme haben, können auch einen Helm damit verkaufen. Also von daher sehr, sehr coole Modelle. Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, das glaube ich nicht. Ich sehe so viele Läufer, so viele Radfahrer und sportbegeisterte Menschen. Die Leute geben für ihren Sport und für Hobby sehr, sehr viel Geld aus. Und da müssen wir nach Wegen suchen, wie wir es denn schaffen. Auch das Thema Sportbrille, Kontaktlinse, Sehen im Sport allgemein ganz gut an die Frau und an den Mann zu bekommen. Der eine schafft es besser, der andere hat da nicht so viel Lust drauf. Das müsst ihr für euch entscheiden, was da die Möglichkeit ist. Aber diese Modelle haben erstens ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die sind alle zu verglasen. Also von daher habt ihr hier, glaube ich, einen sehr, sehr guten Partner. Und
lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Das soll es schon gewesen sein von der Firma Swiss Eye, die heute zu Gast war. Wenn euch das Format, die Brillen, was auch immer das Video gefällt, lasst bitte ein Like da oder ein Abo. Würde uns sehr freuen. Umso mehr Partner werden wir für die Zukunft finden, um